10 Jahre ist es her, man mag es kaum glauben, die Finanzkrise. Sandra Navidi, wie haben Sie damals den Kollaps von Lehman Brothers persönlich erlebt? Das war ein traumatischer Tag. Das war eine Mischung zwischen Lähmung und Chaos. Besser erinnere ich mich noch an die Tage davor, weil da herrschte schon sehr große Angst. Ich habe mit großen Investoren gesprochen oder auch meinem nachherigen Chef Nouri Roubini, George Soros. Und alle sind davon ausgegangen, dass Lehman gerettet werden würde, haben dort viel Geld drauf gewettet und viele haben ihr Geld verloren. Ja, es kommt oft anders als gedacht. Wenn wir uns heute die Banken anschauen, 10 Jahre später, allesamt wesentlich größer als damals die Bankenlandschaft. Die Deutsche Bank wird von einigen sogar als systemrelevant und als gefährlich betrachtet. Wie steht es denn um die Gesundheit der Banken? Die Bankenlandschaft ist sicherer, aber noch nicht sicher. Global muss man sehen, ist das Gesamtsystem etwas solider als zu Zeiten der Krise, insbesondere in den USA, weniger solide in Europa und Deutschland damit auch. Und man darf auch nicht außer Acht lassen, neue Risiken, die entstanden sind aufgrund der Komplexität. Wir sind mehr vernetzt als damals. Cybercrime zum Beispiel, wenn durch einen Cyberangriff Banken mehrere Tage lahmgelegt würden, dann hätte das dramatische Konsequenzen. Oder aber auch Disruption durch technische Innovation, Stichwort Fintech, könnte zu Verwerfungen führen. Sind amerikanische Banken heute sicherer als damals? Ja, die Amerikaner haben sehr strikt durchgegriffen. Direkt nach der Krise haben unorthodoxere Mittel ergriffen, was natürlich auch in Europa politisch schwieriger gewesen wäre. Wenn wir uns den Schuldenberg anschauen, der ist global deutlich gestiegen seit der Finanzkrise. Droht nicht die Gefahr in der Schuldenkrise 2.0? Doch irgendwann droht die. Niemand kann den Zeitpunkt und den Auslöser vorhersagen und feststeht dann auch, also wir haben einen globalen Rekordschuldenstand. Und wenn dann nochmal eine Krise eintritt, haben die Zentralbanken kaum noch Pulver, was sie verschießen können. Und man muss sehen, es sind auch nach der Krise oder als Ergebnis der Krise neue Risiken hochgekommen. Zum Beispiel die Unternehmensverschuldung, Unternehmenskredite sind auf einem Höchststand. Viele nicht wirklich kreditfähige, würdige Firmen mit nicht solidem Businessmodell haben damals Kredite bekommen wegen der niedrigen Zinspolitik oder die Studentenkredite. Viele mussten Kredite aufnehmen und die Unis wurden auch teurer im Nachgang der Krise, weil sie sich nicht mehr leisten konnten. Also Risiken gibt es nach wie vor. Der Schuldenberg ist deutlich gewachsen. Das amerikanische Bankensystem ist stabiler. Europa wackelt noch. Hier ist immer noch eine Gesundung, möglicherweise auch eine Fusionswelle im Bankensektor notwendig. Es gibt einen schönen Spruch: Wer die Vergangenheit besser versteht, hat eine bessere Zukunft. Was müssen wir lernen aus der Finanzkrise? Wir müssen wachsam bleiben, wir müssen Risiken holistisch betrachten. Wir müssen uns vor allen Dingen auch dem bewusst sein, was wir nicht wissen, denn eins steht fest, die nächste Krise wird höchstwahrscheinlich nicht so aussehen wie die letzte. Die letzte hatte sich über mehrere Jahrzehnte relativ linear entwickelt. Jetzt sehen wir ein komplexeres Geschehen, also schwieriger einzuschätzen. Also von daher, die Gefahr ist noch nicht ausgestanden. Sandra, vielen herzlichen Dank. Dankeschön.